Das Thema Sicherheit ist sehr hoch im Fokus. Nicht nur, dass die Fahrzeuge letztendlich eine tägliche Reinigung erhalten. Darüber hinaus haben wir natürlich die Reinigungsintensität auch an den Wendereinigungen während des Linien- und Fahrbetriebs erhöht, sodass auch sichergestellt werden kann, dass eine Infektion zumindest minimiert werden kann. Hinter den Kulissen arbeiten ganz viele Menschen dafür, dass die Fahrgäste sicher und mit einem guten Gefühl einsteigen können. Wir sind ja hier mit vielen Partnern in diesem Projekt RX tätig. Gerade dieser sehr intensive Austausch mit den Betreibern und den Aufgabenträgern war dann auch zu Beginn der Pandemie enorm wichtig. Wir reinigen wirklich von der Decke bis zur Bodenfläche das gesamte Fahrzeug. Wir konzentrieren uns hier vermehrt bei diesen Flächen auf Kontaktflächen, die von den Fahrgästen am meisten berührt werden können. Da ist unter anderem der Fokus auf Haltestangen, Kopfstützen, der Sitze an sich, die Armlehnen. Darüber hinaus wird vollflächig die Führerstände flächendesinfiziert, reinigen die WC-Anlagen. Das Fahrzeug wurde extra für den Rhein-Ruhr-Express für dieses Projekt entwickelt und gebaut. Wurde von vornherein darauf geachtet, dass ein bestmöglicher Fahrgastkomfort und auch die Sicherheit im Vordergrund steht. Da haben wir zum einen natürlich diese extrem breiten Türen, wo halt deutlich mehr Fahrgäste ein- und aussteigen können. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Klimaanlagen mit Frischluftzufuhr. Somit ist halt der Beitrag, den wir leisten konnten, auch wenn wir natürlich beim Bau der Fahrzeuge nicht damit gerechnet haben, dass diese Pandemie ausbricht, dann trotzdem gelungen.